Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Unboxing-Video. Ich habe euch diesmal die 70899 mitgebracht von Playmobil City Action. Und ja, den werden wir jetzt mal zusammen aufbauen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Rückseite an. Und auf der gibt es nicht so viel zu sehen. Nur ein paar Videos. Dass eine Sirene dabei ist, umklappbare Rückbank und ja, noch ein paar andere weitere Sets. Dann würde ich sagen, nehme ich mal meine Schere und schneide es hier mal auf, wenn ich es überhaupt irgendwann hinkriege. So, das Klebeband ist durch. Und, oh, das hätte man ganz anders öffnen können, okay. Dann mal hier drüben. So, das ist auch offen. So, und offen. Oh, na. Da kommen ja schon ein paar Tüten entgegen. Okay, ich stelle es mal hier hin. Ja, den Karton stelle ich einfach mal in den Hintergrund. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir den einfach mal auf. Was allerdings auch neu ist, die Tüten sind jetzt nicht mehr so aus, keine Ahnung, was das davor war, aber jetzt sind die aus Plastik. Egal, nicht so schlimm. So, die Stühle sind draußen. Hier noch so ein bisschen, ja, Kleinzeug. Ja, hier noch das Blaulicht, da muss dann, eine Batterie rein, damit es funktioniert. Ja, das werde ich dann auch noch machen. Und wie gesagt, ja, nee, nicht wie gesagt. Aber hier gibt es noch die Anleitung, ja. Dann würde ich sagen, oh, warte, hier sind noch ein paar Tüten. So. Da sind die Figuren drinne. So. Die sehen echt cool aus mit diesen Leuchtwesten. Sind echt coole Figuren. Und hier sind noch einzelne Gitter halt für den Transporter hier hinten hoch. Ja, hier hinten. Ja, ich habe hier noch die Tüten mit den Reifen. Die werde ich jetzt noch aufmachen. Und dann würde ich sagen, könnten wir den Transporter aufbauen, würde ich sagen. Meine Güte, ey, hier. So, draußen Felgen und Reifen. Ja, ich räume mal kurz den Müll zur Seite am besten. So, jetzt habe ich erstmal den Müll zur Seite geräumt. Okay, würde ich sagen, fangen wir mal an damit. So, hier haben wir diese Pistolenhalter, wenn man das mal so nennen kann. Und jetzt die Pistolen hier rein. So. Jetzt die Pistole und hier in den Halter rein. So. So, ich habe mal schnell die Sitze alleine reingemacht, weil das war nicht gerade das Leichteste. Ja. So, die Rücksitzbank ist auch drinne. Die war echt schwer reinzubekommen. Aber vielleicht lag es auch einfach nur an mir. So, die Spiegel sind auch drin. So, jetzt machen wir noch die Gitter hinein. So. Okay. Auf der Seite ist schon mal ein Gitter drin. Oh, hier hinten müssen ja auch noch rein. So. So. Oh, Mist. Erstmal ganze Tür rausgerissen. So. Ey, mein Gott, ey. So, jetzt habe ich es auch drin, ne? Endlich. Das war nicht gerade leicht. So, fangen wir jetzt mal hier auf der Seite an. So. Oh. Meine Güte, geht das schwer.
Oh, das muss ich mal ganz kurz alleine machen. So. Drinne. Okay. Ah, diese Tür, ey. Was ist mit dieser Tür passiert? So. Oh. Oh, ich bin so schlecht in diesen Gittern da reinmachen. Kein Wunder, dass ich sie nicht reingekriegt habe, die Gitter. Ich hatte sie falsch rum gehabt. Okay, die Reifen habe ich schon mal drin, weil das ist sehr schwierig, die reinzukriegen. Dann würde ich sagen, bringen wir mal die Reifen an. Was ich fast vergessen hätte, dem Polizisten noch die Mützen aufzusetzen. So, jetzt hat jeder von denen eine Mütze. So, das kommt hier hin. Ja. Okay. So, Rede hat er schon mal. Ich tue das Blinklicht, also die. Bei dem Blinklicht tue ich die Batterien wahrscheinlich später reinmachen. Ja, so, das ist schon mal drin. So. Oben alles drauf. Sind ist nur ein bisschen Ausrüstung, so Handschellen und Funkgerät. Hier noch die Antenne. Okay, Antenne ist drin. Jetzt noch die Anhängekupplung. Keine Ahnung, für was man die braucht, aber hier ist noch so ein Teiletrenner oder Teileabmacher. Hier noch die Aufkleber. Die muss ich jetzt auch noch reinmachen. So, einmal abmachen hier. So. Kommt denn das hin? Das kommt hier auf die Seite. Und ich habe es schräg aufgebracht. So. Der ist drauf. Der wird auch. So. Und es hat Kennzeichen, das Auto. Ja. Wir sind soweit so gut eigentlich fertig. So, und dann sind wir fertig mit dieser coolen Karre. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die Funktion mehr oder weniger an. Los geht's. Also hier sind die beiden Figuren mit Pistole. Ja, sind glaube ich neuer. Ich weiß nicht genau, aber die Westen gefallen mir. Sieht echt auf jeden Fall sehr cool aus. Dann schauen wir uns jetzt mal das Highlight an dem Set an. Also es hat hier eine öffnungsfähige Schiebetür. Da drin sind so Gitter. Ich mache mal oben das Dach ab. So. Hier ist Platz für 5 Leute. Also hinten ist Platz für 5 Leute. Noch so ein kleiner Becherhalter. Ja. Hier vorne ist Platz für 2 Leute. Da habe ich jetzt mal in die Mitte dieses Funkgerät reingesteckt. Ja. So weit, so gut. Wir sind eigentlich fertig. Echt coole Karre. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Like da und abonniere meinen Kanal, um keine anderen Videos mehr zu verpassen. Und dann hätte ich gesagt... Ciao!